Hallo, ihr Querlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 machen unsere drei Gefährten zwar große Fortschritte in Sachen Entkomme dem Nautiloiden, allerdings haben sie mächtige Gegner, die genau das verhindern wollen. Los geht's! Basierend auf seinen eigenen Erlebnissen hier in dieser Nautilus-Zeppelin-Schnecke, basierend auf den Erzählungen von Laezel und auf Basis seiner gelungenen Arcana-Kunde-Würfe, reimt sich Dringil seine Situation momentan folgendermaßen zusammen. Diese Gedankenschinder entführen wahllos irgendwelche Humanoiden in ihr Schiff, infizieren sie dann mit einem solchen Gedankenschinder-Parasiten, dieser Augenmade, und dann ist sich Dringil nicht ganz sicher, aus einem Teil der Gefangenen werden dann Sklaven, vielleicht während der Parasit noch irgendwie reift und versucht, die Macht zu übernehmen. Und aus einem anderen Teil werden irgendwie Gedankenschinder selbst. Du hattest Laezel erzählt, das hat Dringil auch mal irgendwann gehört, dass es so geht. Und wenn man einem solchen Infizierten, während er noch nicht umgewandelt ist, wenn er noch lebt, das Gehirn entnimmt, dann kann aus diesem Gehirn so ein Gehirnhund werden. Das ist Dringils Theorie. Ob das alles stimmt, weiß er nicht, aber davon geht Dringil im Augenblick aus. Und er geht auch davon aus, dass das, was er hier mit Schattenherz gemacht hat, ja vielleicht noch einmal klappt, denn wir haben ja noch eine andere Überlebende da in dieser Nachbarkapsel. Wobei diese Kapsel irgendwie besonders prominent zu sein scheint. Hier sind ja mehrere Zuschauerstühle. Und hier ist nur eine Kapsel in der Mitte, die am Rand spielen keine Rolle. Hier war diese bewusstlose Frau drin. Oder benommen vielmehr. Naja. Dringil weiß jetzt, wie das geht. Er probiert auch, die zu befreien. Die Hand auf die Konsole legen. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Das läuft nicht gut. Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Velen, preserve me. That cannot be our fate. Ihr habt ja alle völlig recht, aber trotzdem. Also. Als du die Hand auf die Kapsel legst, hörst du etwas. Eine Präsenz, die mit der Kapsel verbunden ist und der Person darin befiehlt, sich zu verwandeln. Und Laezel kommentiert, Kaincha durch einen Hebel verändert? Wie denn? Wenn wir nicht geläutert werden, könnte das unser Schicksal sein. Das ist richtig, aber wir sind ja nicht mehr in einer solchen Kapsel, sondern eine solche Kapsel scheint ja wichtig zu sein für diese Verwandlung. Vorsichtig schleicht sich Dringil mal um die Kapsel herum. Also irgendwie haben sie es ja gesehen, was da passiert, aber der Insasse hat sie vielleicht doch noch nicht entdeckt, weil er ja gerade erst frisch ist. Frisch geschlüpft. Da ist er. Ein Gedankenschinder. Hat schon lange Fingerlege, gleich von der Geburt an. Geht. Ah, wir sehen hier sogar, was es ist da drinnen. Es ist ein Ceremorph, der hat die Stufe 8. Der vernascht uns zum Frühstück. Wir sollten gehen. Jetzt. Another step forward. Ja. Geht mal hier raus, wir machen auch die Tür zu. So. Keiner hat was gesehen. Ja, Dringi kommt ins Zögern, als er hier diese Geopferten sieht, aber noch irgendwie bei Bewusstsein sind. Ja, dieser Gehirnhund kann auch die Tür aufmachen, das ist unglaublich. Und beschließt, sie zu erlösen. Denen soll das nicht passieren. Was der anderen Frau passiert ist. Und mitnehmen kann man sie offenbar nicht, weil sie sind bewusstlos gewesen. Noch was dabei?
Ja, Gold und eine Flasche. Am Boden dieser Flasche ist eine rätselhafte Flüssigkeit eingetrocknet. Kerze. Kerze aus Bienenwachs, halb abgebrannt. Ah, damit könnten wir das hier vielleicht in Brand setzen. Aber wir sind ja froh, dass das Ding noch fliegt. Wir werden das nicht tun. Trigel möchte möglichst wenig anfassen. Er hat gerade schon zu viel angefasst. Deswegen wird er auch das da nicht anfassen. Und bevor es hier dann durch diese Tür geht, weil das ist offenbar der einzige Weg, der noch zu gehen ist. Das ist unsere Karte. Genau, hier müssen wir hin. Wobei hier das ist alles irgendwie nicht aufgedeckt. Das ist seltsam. Nun gut, bevor wir da durchgehen, habe ich gesehen, dass wir jetzt auch unsere Begleiterinnen uns mal anschauen können. Eine Gidianki, Laezel, ein Gelegenheitsangriffkampf mit großen Waffen, Wunderkind der Kampfkunst, also so eine Nahkämpferin. Hier unten sehen wir ihre Zuneigung, ihre Zustimmung zu Dringil. Ist momentan halt auf einem neutralen Niveau. Das sind ihre Fertigkeiten. Das ist der Hintergrund Soldat. Genau. Sie hat ein eigenes Inventar. Wir haben also kein geteiltes Inventar. Wie bei Pathfinder oder Pillars of Eternity. Im Reiserucksack mag sie auch noch ein paar Vorräte haben. Genau. Wir haben also jetzt hier jeweils die Vorräte mitbekommen von den Begleiterinnen. Dazu eine Schriftrolle des Wiederbelebens und einen Heiltrank. Sie trägt eine Gidianki-Plattenpanzerrüstung. Stiefel. Aufwendig verzierte Stiefel, die in fernen Ebenen aus gestohlenen Metallen und illegal beschafften Rubinen gefertigt wurden. Das gefällt Ringil. Und hier die Rüstung wurde nach Vlakits Standards unter den kundigen Augen eines Gidianki-Schmieds geschaffen. Hier haben wir ihre Hose. So aufregend wie ein Handelsposten. So funktional wie ein Ziegelstein. Aber eigentlich trägt sie diese Leggings ja gar nicht, weil ich wüsste nicht, wo ich sie hier sehen sollte. Das sind ihre geschmackvollen Stiefel aus zähem, viel getragenem Leder. Haben viele Jahre hinter sich und viele vor sich. Nicht so wie Dringils abgelaufene. Und hier, Laezels Unterwäsche. Ich habe auf den ersten Blick gedacht, es wäre ein Keuschheitsgürtel, aber nein, es ist wirklich alles nur aus Stoff. Eher funktional als auf Spaß ausgelegt. Ja. Oh ja. Und dann hier. Schattenherz. Sie ist eine. Ebenfalls eine Halbelfe, allerdings eine Halbhochelfe. Sie ist eine Klerikerin. Domäne der List. Diese Domäne gehört den bösen, chaotischen und schelmischen Gottheiten. Und diejenigen, die List kanalisieren, spezialisieren sich in Täuschungs- und Illusionsmagie. Dunkelsicht, klar, das ist alles, was Dringil auch hat. Auch sie ist neutral gegenüber Dringil. Sie hat hier einmal schriftvolle Gedanken wahrnehmen. Heiltrank, Wiederbeleben, Spruchrolle. Und sie hat hier ihr mysteriöses Artefakt. Dringil hat einen kurzen Blick drauf erhascht. Artefakt aus geschwärztem Eisen mit zahlreichen Oberflächen und eingravierten Runen. Das hat Dringil mitbekommen. Sah ein bisschen aus wie ein Würfel. Etwas regt sich darin. Das hat Dringil nicht mitbekommen. Ne? Aber er kann sie sich hier angucken. Dieses Ding, das verbirgt sie. Sie hat ein Diadem. Bietet dem Träger Eleganz, aber keinen zusätzlichen Schutz. Das ist richtig. Kettenhemd. Die Stickerei auf dem Hemd ist zwar wenig sorgfältig und recht ungleichmäßig, doch der Kettenpanzer ist robust und das Kleidungsstück ist mit einer Obsidianscheibe verziert, die sämtliches Licht zu verschlucken scheint. Also sie ist schon irgendwie ein bisschen schattig, ja, die gute. Lederstiefel sind sauber und gut gepflegt, allerdings fast durchgelaufen. Das kennt Dringil von den eigenen. Dann ihr Gewand. In dieses Gewand wurde ein kleines Stück Standard-Klosterseife gesteckt. Riecht nach Limone und religiösem Eifer. Dann die Stiefel und ihre Unterwäsche. Naja, wenn Unterwäsche grübeln könnte. Na gut, was gucke ich denn die Unterwäsche einzeln, glaube ich. Sie ist Klerikerin, sie kann Zauber vorbereiten. Sie hat momentan heilendes Wort, Wunden verursachen, Schild des Glaubens und lenkendes Geschoss. Bevor wir rasten, muss ich wahrscheinlich wieder irgendwas rein tun, wenn ich das ändern möchte. Genau. Ja, den Rest sehen wir, wenn wir schon mal kämpfen müssen. Da gehen wir durch. Ich speichere mal lieber. Dann also hinein. Aber schleicht bitte. Ach so.
Nee, ich will dringend ihr Schleichen haben. Let's get going. Muss ich euch alle eigentlich oder warte mal, wie geht das? Kann ich alle schleichen lassen? Das Logischste wäre ja, also einen Rahmen ziehen kann man nicht. Ist das so machen hier? Gruppenmodus. Ach, das ist der Gruppenmodus. Aha. Ah. Ah, so geht das. Verstehe. Ja, so ist es gut. Alle verstecken sich. Ich steuere aber trotzdem erstmal nur Dringil. Die anderen folgen mir dann versteckterweise. Dann kitzel mal hier den Ringmuskel, dass er aufgeht. Das scheint das Ruder zu sein, oder? Oder was ist das? Oder ist das nicht das Ruder? Weil hier ist noch eine weitere Kammer. Das wieder nur zum Heile-Heile-Gänzchen. Das brauchen wir gerade nicht. Niemand ist verletzt. Also geht's wohl hier lang zum Ruder. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Oh je, es gibt die ersten Unstimmigkeiten. Also, Laetzel sagt, wir nähern uns dem Steuer. Wenn wir drin sind, folgt meine Befehl. Und Schattenherz, wer hat euch für zuständig erklärt? Ich traue lieber meinem Urteil. Ja, sie hat sich selbst für zuständig erklärt, gerade eben. Trinkiel seufzt innerlich und denkt sich, Naja. Laetzel scheint aber Erfahrungen mit solchen Dingern zu haben. Sie scheint viel darüber zu wissen. Dringi weiß darüber wenig. Schattenherz scheint auch nicht viel darüber zu wissen. Wird gespeichert. Ach du, ahnst es nicht. So, kille, kille, kille. Geh mal auf. Was? Ich finde es ja drollig, wie unser Hirnhund immer so total begeistert ist und irgendeine Aufgabe kriegt. Ah, wir dürfen die Nerven verbinden. Ah, schön. So, also, was machen wir dann jetzt? Mischen wir uns ein? Also, was waren das für welche hier? Da ist ein Teufel. Gut, das kennen wir. Was ist das? Ein schwaches Höllenschwein? Aber war noch so ein Inkubus oder was war das für einer? Kommandant Zalk. Erreiche den Koppler, ehe der Nautiloide abstürzt. 15 Züge verbleibend. Ah, ich verstehe. Gut, in 15, also wir können 15 Züge lang hier machen, was wir wollen, aber dann müssen wir hier diese da irgendwas machen. Er ist aber noch zu weit weg. Trinke kann das noch gar nicht richtig erkennen. Ich verstehe. Wie sieht die Kampfarena aus? Wir haben hier diesen Tank. Ja, dieser Tank, der versprüht und verspritzt und verschüttet diese komische Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob die brennbar ist. Und selbst wenn sie brennbar wäre, wie zünde ich sie an? Schwierig. Was ist noch ein Tisch? Können wir hier oben auf dieser Galerie? Keine Ahnung, nee, ist nicht erreichbar. Doch, hier über die Rampe. Gut, das geht also. Hier drüben genauso. Was ist das? Wäre so ein Stuhl. Ätzende Knolle. Können wir auch drauf schießen. Schleimiges Gehäuse. Hm.
Okay, also ich sehe es hier auf dem ersten an. Oh, was ist das denn hier? Eine Brühknolle. Ach so, wenn wir die runterschießen, dann kann das jemanden ja verbrühen, verbrennen oder sonst irgendwie behaken, richtig? Jetzt steht das Schwein aber nicht unter dieser Brühknolle. Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn so eine Brühknolle runtergeschossen wird. Das hätten wir ausprobieren sollen. Gut, wir machen Folgendes. Das Schwein... Ja, Drinky glaubt, dass er diesen Flattermann besser treffen kann. Blattschuss. Ja, Drinky ist stolz. So, Intellektverschlinger. Hat er was dabei? Nein. Drinky stellt sich... Ja, gut, müssen wir ein bisschen näher kommen, dem Ganzen. Wo sehe ich eigentlich die Rundenzahl, den Rundenzähler? Ach so, hier rechts. Okay, verstehe. Stell dich mal da auf. So, irgendwas machen. Stoßen, eintauchen. Ah ja, wir könnten die Waffen auch in diese Flüssigkeit eintauchen. Das ist richtig. Das ist es vielleicht, was wir damit machen müssen. Diese komische... Ja, hier. Aber es geht nicht jetzt. Ich glaube, Drinky kann nichts mehr tun. Drinkys Zug wird beendet. Unser Kleiner hier. 70%. Laetze, ach, ich kann nur, Laetze ist erst später dran. Okay. Ich kann jetzt nur ihn steuern. Na, dann greif an, aber nicht so, dass du irgendwen behinderst. Ordentlich, sehr ordentlich. Noch mehr geht nicht. Ja, dein Zug ist beendet. Let's end this. Und du kannst ihm ja hoffentlich den Rest geben. Das war genug für das Schwein. Okay. Na, du kannst es auch gleich noch, naja, untersuchen. Da ist nichts dabei, was wir brauchen. Gut. Den kannst du auch noch mitnehmen. Aber auch nicht. Hm. Hier ist auch Blut. Was sagt es mir, wenn Blut auf dem Boden ist? Was kann ich mit Blut auf dem Boden machen? Ist das rutschig? Naja, da ist der Nächste. Bleib aber mal stehen. Schild des Glaubens. Das wollen wir nicht machen. Stoßen, springen, eintauchen. Hm. Vielleicht gehst du ein Stück zurück sogar. Ich weiß nicht, wie weit der Flattermann flattern kann. So, was passiert hier? Commander Zalk ist betäubt. Damit ist sie dran. Also, der Drinkils Theorie wird gerade noch ein bisschen bekräftigt. Da macht sie so ein bisschen Gedanken. Dieser Kommandant hier, der Gedankenschinder, der hat Drinkil ja für einen Sklaven gehalten. Das heißt, wenn man so einen Wurm, so eine Augenbade eingesetzt bekommt, dann ist man erstmal ein Sklave. Und irgendwie wird aus einem Sklaven vielleicht ein Gedankenschinder. Oder so ein Hundehirn, ne? Wenn man Myrnats Schicksal erleidet. So, du möchtest gerne was tun. Du kannst auch im Fernkampf, richtig? Richtig. Du bist zu weit weg. Es ist viel zu weit. Hm. Alles ungünstig. Komm hier erstmal in die Nähe. Kannst du noch schießen? 85%, das versuchen wir. Ja, Treffer. Gut. Durchschnaufen, das brauchen wir alles nicht. Knaufschlag, nee. Dein Zug ist auch beendet. Jetzt ist das Teufelchen dran. Das muss aber einen ganz schönen Weg gehen. Ein Verbündeter befindet sich in Nahkampfdistanz zu einem Gegner, was dir die Gelegenheit gibt, einen hinterhältigen Angriff durchzuführen. Was? Ein Verbündeter? Ah ja,
Er ist unser Verbündeter und befindet sich da in Nahkampfdistanz. Das ist natürlich völlig richtig. Das ist völlig richtig. Aber eine 16, nee, das ist natürlich Quatsch. Hat auch eine hohe Verteidigung. Wir müssen Dringi erstmal bewegen. Oder die anderen. Schattenherz. Schattenherz kann kein Fernkampf in dem Sinne. Das Teufelchen schießt auf uns. Ah, das schaffst du nicht mehr. Okay, ich glaube, mehr kannst du... Ach doch, schaffst du noch. Kurzschwert. Nimmst du noch. Alles klar. Mehr geht hier, glaube ich, nicht. Bei dir. Dein Zug ist beendet. Ja. So. Unser Hirnhund. Kann den... Ach, wir können auch jemanden in den Abgrund stoßen, richtig. Wobei, der fliegt. Den in den Abgrund zu stoßen, das ist Quatsch. Aber so grundsätzlich. Auch mit dem Blut. Wir können mit dem Blut im Kampf irgendwas machen. Ich weiß nur noch nicht genau, was. Wofür ist Blut gut? Vielleicht, wenn jemand auf Blut, auf einer Blutlache steht, ist er vielleicht leichter, durch Stoßen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das könnte sein. Ansonsten, du kannst Blut nicht anzünden, irgendwelche Magie. Keine Ahnung, haben wir nicht. Aber irgendwas scheint Blut zu verursachen. So. Du machst nichts. Ja, Dringi. Was nun? Also diese Intellektverschlinger hatten bisher nichts dabei. Die Teufelchen haben was dabei. Aber die Sklavin. Okay. Also eigentlich möchte Dringi hier noch ein bisschen Beute machen. Er denkt sich, also der hier, der General hier, der ist ja gerade irgendwie betäubt. Der ist zu weit weg. Er hier scheint gut durchzukommen. Lass uns mal schauen, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Vielleicht finden wir irgendwas, was wir da hinwerfen können. Ah, hat sich doch gelohnt. So, aber du musst trotzdem erstmal irgendwo versuchen, eine andere Position zu finden. Die ist nicht gut, auf der du bist. Du kannst dann da langlaufen. Dann gehen wir da oben hin. So, schießen kannst du... Na, 40%. Hat sogar getroffen, oder? Aber es hat nicht viel gebracht. Stichschaden. Es war kein hinterhältiger Angriff. Untersuchen. Was wurde mir gerade gesagt? Moment. Tutorials. Du kannst das Kontextmenü verwenden, um Objekte, Kreaturen, Gegenstände und... Ah, okay. Ich verstehe. Ah ja. Moment, vielleicht ist das ja irgendwie interessant. Was ist das hier? Pulknolle. Untersuchen. Ja, so sieht sie aus. Okay, verstehe. Kann ich das Blut untersuchen? Nee, das kann ich nicht. Ich kann ihn untersuchen. Das ist Kommandant Zalk. Unheiliger Segen. Cambion, das ist ein Dämon. Ich habe erst gedacht, das ist ein Inkubus, aber es ist ein Cambion-Dämon. Okay, verstehe. Ah ja, der kann schon ordentlich austeilen, vermute ich. Welche Stufe hat der? Stufe 8? Ach du meine Güte. Und was ist unser hier? Auch Stufe 8. Okay, die sind sich ebenbürtig. Der ist noch gesund, hat aber weniger Lebenspunkte so grundsätzlich. Das ist ein Gedankenschinder. Rüstungsklasse 15. Und der andere hatte Rüstungsklasse... 18. Verstehe. So. Du kannst dich da mal was machen, das ist klar. Ja.
Zug beenden. Okay. Laezel und unser gedankenschöner Verbündeter sind der Ansicht, dass wir diesen Kommandanten Kommandant lassen sollten, sein lassen sollten. Naja. My path be true. Schuss. Und weg. Gehst noch einen Schritt vor. Gut, und damit beende ich auch deinen Zug. Werft ihre Leichen in den Styx. Mit wem redest du? Ist keiner mehr da. Aber verfehle Gedankenschilder. Okay, also der Kampf sieht aus, als würde er verlieren, Kommandant Zalk. Wir haben hier erstmal nichts, was Dringil interessiert. Hohe Verteidigung. Wir können ja hier an ihm vorbei, richtig? Dann gehen wir mal da hinter den Stuhl. One day I'll catch a break. Und wir schießen auf ihn. Wieder getroffen. Stück noch voran. Okay, mehr machst du nicht, denke ich. Unseren Kleinen. Ja, Dringi ist sich sicher, dass der das nicht gut finden wird, wenn wir uns hier von dem Gedankenschinder lösen, hier viel und so weiter. Deswegen schicken wir den bitte in den Kampf. Ja, Angriff. Fehlschlag. Gut. So, du. Das oben ist alles geplündert. Hier. Ach, warst du auch schon dran. Dringil gibt dir ein Zeichen, dass er hier links rum will und sie soll es rechts rum versuchen. Sie packt das noch ein. Bitte mal in die Kommentare schreiben, was ich mit dieser Flüssigkeit machen kann, die hier rauskommt aus diesem Tank und was ich mit Blut im Kampf machen kann. Das scheint ja irgendeine Bedeutung zu haben. Ich kann mir das momentan nicht selber erschließen, aber ihr wisst es bestimmt schon. So, dahin, du bleibst dort. Na gut, so richtig kommt ihr aber auch nicht voran. Wenn man wüsste... 30%, das ist eigentlich viel zu wenig. Laeze macht mit dem Bogen 2 bis 7 und mit dem Ding 4 bis 13 Schaden. Nahkampf. Also Laeze sorgt hier weiter für Ablenkung. Auch nicht mehr Schaden als Dringi mit dem Bogen. Stoßen. Knaufschlag. Ah, daneben. Schade. Ja, Dringil, ich weiß das, aber wir haben noch einen Plan. Guck mal, du gehst jetzt da lang. Mit dem Dolch? Da bist du nicht, kommst du nicht mehr ran. Durchbohrender Schlag.
Das geht alles nicht. Hinterhältiger Angriff im Fernkampf geht auch nicht. Ich möchte nicht mit dem Kurzschwert. Ich will das damit machen. So hätte ich das machen müssen. Ich verstehe. Ja, jetzt mache ich natürlich einen Fehlschlag, logisch. Die letzten beiden Male hat es geklappt. Egal, aber jetzt habe ich es verstanden. Ich muss da draufklicken. Der Hinterdeckangriff, den muss ich quasi aktivieren. Ich mache ihn nicht automatisch. So. Aber das könnte man dem Spiel ja sagen, dass man den automatisch macht. Wenn man ihn machen kann. Gut, Brinkel kann jetzt gerade nichts mehr weiter tun. Du greifst einfach an. So, und du? Plündern. Was ist das? Blutstein. Jeder kann Blut aus einem Stein pressen, wenn die Kanten nur scharf genug sind. Dolch. Gut. Weg da. Ist da drüben noch irgendwer, irgendwas? Ja, das hätte man noch plündern können. Naja, mal gucken. Okay, deine Runde ist auch vorbei. Was machen die denn? Ja, ja, ja. So, Dringil, möchten wir das mit dem hinterhältigen Angriff mal versuchen? Er scheint ja irgendwie, ne? Schade. Ein Passierschlag, wenn du hier weggehst? Nicht. Was? Hurry, bevor they strike. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Ich verstehe. Ich verstehe die Tragik unserer Situation. Wir müssen dahinter. Ah, okay, gut. Ja, dann müssen wir uns da wohl auf den Weg machen. Hinter den Stuhl. Ja, Zug beenden. So, triffst du den mal? Jedes dritte Mal müsste eigentlich ein Treffer werden. Aber nicht bei dir. Let's finish this. Gut. Ich war kurz versucht, dich nochmal zurückzuschicken. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Sie sieht hier irgendwas, was uns helfen könnte. Was ist das? Leere Knolle. Schleudere diese merkwürdige Knolle auf ein Ziel und ziehe möglicherweise Kreaturen und Objekte heran. Ach so, das ist so ein schwarzes Loch quasi. Mhm. Wirf diese schleimbedeckte Knolle auf ein Ziel und bedecke es den Boden sowie einzelne mit ätzender Brühe. Weiche mit einer dünnen, farblosen Schleimschicht bedeckt. Ich möchte es werfen. Auf euch zwei. Weg ist unterbrochen. Wie, Weg ist unterbrochen, hä? Ah, okay. Ich kann es nicht werfen. Bringt ja nichts. Hast du das jetzt dabei? Nee, es liegt da noch. Zielpunkt nicht erreichbar, hä? Ehrlich?
Wieso kannst du das nicht aufheben? Hast du keine Punkte mehr? Kein Nix mehr oder was? Ist das dein Problem? Ach, du musst erst die da nehmen, weil die da vorliegt. Wieso gehst du weiter weg, wenn du das einpackst? Wie auch immer. Und jetzt kommst du nicht mehr ran. Ach, weiste! Mein Zug, komm, den kriegen wir. Irgendwie kriegen wir den. Zerfleischen. Bluten. Leider ein Fehlschlag. So, mein Zug, ja. Was ist das da für einer? Wo sind die denn? Hä? Ach, die sind hinter uns. Ah, ich verstehe. Okay. Also, der bekommt Verstärkung. Ich hab's verstanden. Ätzende Knolle, schleimiges Gehäuse. Das ist nur irgendwas wert. Werfen? Trinki geht dann da hin und kann es von da aus werfen. Weg ist unterbrochen. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten, das so zu machen, ne? So. Nahkampfangriff ginge noch. Keine Ahnung, ob das Waffen sind. Das muss ich dringend mal näher anschauen dann irgendwann. So, die machen ja gleich Stress. Wahrscheinlich im Fernkampf. Ja, kann man nicht ändern. Du hast noch nie getroffen, aber irgendwann musst du mal treffen. Nein, musst du nicht. Ja, ja. So. Hier. Geh doch mal dahin. Achso, das geht ja nicht, natürlich. Wieso kannst du das nicht aufheben? Ist mir ein Rätsel. Sie kannst du nicht aufheben. Dann kannst du es nicht aufheben. Ich kann es auch nicht ändern. Schild des Glaubens. Naja, die werden dich jetzt angreifen. Dich oder Dringil. Vielleicht ist es was Sinnvolles. Ja, wir helfen hier weiter. Sturmangriff, das geht nur auf Distanz. Zwei Züge, nee. Normaler Nahkampfangriff, 40%. Ja, guck mal, ein bisschen was. Die ätzende Brühe ist jetzt auch weg, die bleibt also offenbar nicht. Wobei, da hinten ist sie geblieben, eine Weile. Mann, hast du Glück, Dringil. Hm.
Es wird langsam ungemütlich. Den angreifen. Ja. Was war das nochmal? Stachelige Knolle. Hm. Heiltrag. Nee, das geht alles nicht. Das kannst du noch nehmen. Nicht genügend Aktionen. Dann bleibst du da stehen. Rundenmäßig mache ich mir noch keine Gedanken. 70, der hat erst die Hälfte verloren. Du hast noch nie getroffen. Es bleibt auch dabei. Mein Zug. So. Prozent Nahkampf, Schild, ja, machen wir. Und es ist tot. Nix. Blutstein. So. Geh mal dahin, dass der weiß, dass er jetzt hier im Fokus ist. Oh, der war gut. Der war echt gut. Tja. Wir versuchen im Rahmen unserer beschränkten Möglichkeiten zu helfen. Stell dich mal hinter ihn, um ein bisschen von diesen Kambions wegzukommen. So weit wie möglich. Der schießt doch auf den Giel. Die sind ziemlich schnell. Der will trotzdem immer noch auf Dringie drauf. Hm. Ja, Dringie hat die Kambions gesehen. Warte mal, können wir nicht einen hinterhältigen Angriff machen jetzt? Weil wir sind doch wieder flankiert. Wie kein Ziel. Das ist doch ein Ziel. So, läuft. Perle. Vollkommen rund und von zartem Rosa. Mhm. Okay. Hier ist der Koppler. Wir sind ihm nah. Also maximal 2 Runden brauchen wir noch, um das zu machen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Das hat noch nie was gebracht. Vielleicht kann er auch gar nicht, aber wobei, wenn es heißt 35%, dann müsste es ja auch möglich sein zu treffen. Ne? So. Du kannst ja keinen. Du kannst keinen Fernkampf. Das ist schlecht. Na gut, wir wollen nicht zu riskant kämpfen. Da oben, das machen wir alles nicht. Das lassen wir liegen. Nicht so das Kantkämpfen in dem Sinne, dass sie sich denkt, ich gehe mit nach vorn. Hinten sind Kambions. Das sieht nicht gut aus. Unser gedankenschinder Verbündeter ist kurz vorm Ableben. Danach sind wir dran. Also hilfst du. Er hat nichts dabei. Achso, du gehst aber nicht durch die ätzende Brühe. Immer so dran vorbei, vielleicht irgendwie. Wie lange bleibt die eigentlich? Hm, wer weiß. Springen kannst du nicht mehr. Nee. Oh, der war wieder gut. Aber jetzt ist er vielleicht weg. Achso, nee, wir können auch nochmal unser Glück versuchen. Leider nicht. So, jetzt ist die Frage, kommen die in Kampfreichweite? Es könnte sein. Sie kann auch Fernkampf. Dann zieht sie sich mit zurück.
und wird schießen. Hauptsache mit den anderen Eds nicht in Kontakt geraten. So, das war unser Verbündeter. Das war unser Hirnhund. Oder ist es immer noch? Drinkis wird brenzlig. Also eine Runde können wir noch ein bisschen vertrödeln. Mit irgendwas. Aber danach, also ich würde natürlich mir sehr gerne die XP holen hier für den. Aber wir kriegen diese 32 nicht. Da hätten wir mit allen drauf hacken müssen. Das ist jetzt zu gefährlich. Mach mir erstmal dich. Ja, das war klar. Geh auch mal um ihn herum. Ach so, ja, da gab es den Gelegenheitsangriff. Das wird also nicht angezeigt, ist wichtig zu wissen. In Pathfinder wird dann angezeigt, dass wenn du irgendwo lang gehst, ja, dann gibt es einen Gelegenheitsangriff. Still breathing, despite everything. Ja, ja. So. Wenn du die Waffe wechseln würdest und schössest, 40%. Ja, wobei, der hat ja jetzt keinen Gegner mehr, doch unseren Gehirnhund. Schwierig. Greift er jetzt den Gehirnhund an? Dann wird er erstmal Laezel angreifen, vermutlich. Selbst wenn ich jetzt treffe. Die 32 kriegen wir doch nicht mehr weg. Selbst wenn es ein 15 Schadenpunkt ist, das schaffen wir nicht. Ne, das lassen wir sein. Another step forward. Ach, da war die Brühe. Na, nicht gesehen. Oh, Feuer ist die übel. Was ist das für ein Zeug? Wissen wir nicht. Koppler, jetzt. Errungenschaft. Und hier an dieser Stelle stoppe ich das Video, liebe Querlinge. Denn Dringils entkommen aus dem Nautiloiden. Das schauen wir uns erst an am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.